Ja, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge waren wir schon in diesem Ort hier und haben ein bisschen auf die Nase bekommen. Deswegen habe ich ein bisschen trainiert und zwar auf 25 Level. Boah. Hat ehrlich gesagt nicht so lange gedauert, wie man meinen könnte. Ich habe einfach nur, also in diesem Gebiet hier, in diesem Bonus Dungeon hier trainiert und die Gegner haben so um die 50.000 Erfahrungspunkte gegeben. 50.000 und das hat es relativ beschleunigt hier zu leveln. Und ich habe natürlich ein paar Titel bekommen, und zwar für Eleanor 5.000 Seelenbrecher habe ich einsetzen können, habe ich Schwertleiter bekommen. Boah. Dann mit Lafayette habe ich Alchemist bekommen, nachdem ich ein bisschen auch die Kostüme geändert, ne? Bei 700 ausgelösten Staatserkrankungen und Rokuro, der hat ganze drei Titel bekommen. Den habe ich auch ein bisschen so verändert hier, klamottenmäßig. Kombo-Künstler, ich habe mir nicht notiert, bei wie vielen. Ich glaube aber bei 45 oder 40, weil jeder hat irgendwie schon den Titel. Er hat über 45 Kills, also ja, nehme ich mal an. Seelenbrecher, oder nee, Siegelbrecher. Ich habe Seelenbrecher. Achso, Ringer, okay, 5000 Seelenbrecher. Ich muss meine eigenen Notizen hier entziffern. Wararoko, 500 Mal zu Kampfbeginn gesteuert. Ja, das ist das hier, so. Noch irgendwas? Nein, okay, weiter. Boom. Ja, das war's eigentlich, ne? Ich habe mir Level 125 ausgesucht, weil ich nehme ja mal an, wir sind ja noch am Anfang des Bonus Dungeons und das geht noch ein bisschen weiter und die Gegner werden noch ein bisschen stärker und ich möchte sozusagen klarstellen, dass ich in dieser Folge hier noch relativ weit komme. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur bis Level 105 oder so trainiert hätte, dann wenn die Gegner im nächsten Bereich wahrscheinlich noch mal 10 Level höher und dann noch mal 10 Level und dann wird es immer schwieriger. Deswegen tue ich jetzt ja ein bisschen vorleveln. Glaube ich jetzt hier alles wegfetze oder nicht? Wahrscheinlich werde ich sowieso noch hier auf die Phrase kriegen. Ich habe ja noch nicht genau gecheckt, was ich hier machen muss. Also was mit den Dingern hier auf sich hat. Lass mal mit dir reden. Wo es halt rarer wird, kommt das große Zeug schnell zurück, wenn du einen Dornwirbel berührst. Ist ja vielleicht einfacher, zuerst die Dornwirbel zu vernichten, bevor du die Bosheit bekämpfst. Als großer Ding in der Nähe ist, musst du ihn besiegen, um weiterzukommen. Ich gut, Freund, gib dein Bestes. Wenn du besiegt wirst, gelangst du einfach nur zum Ausgangspunkt zurück, also gib Gas. Wer wird hat gesagt, okay. Also erstmal die kleinen Dinger hier erledigen, ne? Ich nehme an, gleich. Oben. Das Ding zurück. Ah, okay. Ja, wir sind Level 140. Haben die immer hochgelevelt? Nee, ne. Ja, wohl totale Verarsche. Warte. Beute. Himmelsstätten. Ist dieser Ort hier oder gibt es doch einen Bonusort? Dafür nicht. Na gut. Ich habe übrigens jeden ein Antro-Ring hier ausgerüstet und diesen ein bisschen hoch gelevelt. Muss aber eher, weil sie hat schon so ein bisschen Vorsprung vor allen anderen. So Erfahrungspunkte mäßig. Hier 40% mehr Erfahrungspunkte durch halbmenschliche Gegner. Und diese Schweinetypen hier, bei dem ich gelevelt habe. Diese Elfen, ich glaube diese Rüstungen, das waren alles Halbmenschen. Deswegen habe ich relativ viel Erfahrungspunkte bekommen. Irgendwie die Ringe aufzutreiben war sehr viel schwieriger. Muss ich irgendwie hier bei Nominat verdammt noch mal diese Affen erledigen und die haben die irgendwie nie gedroppt. Oh, One Punch Eisen. Ja, ich will irgendwas hier erreichen in diesem Part, also komm. Du bitte. Tut euch nicht so anstellen, okay? Oh, einer war betäubt, sehr gut. So, ihr seid voll aus Feuer. Das ist bestimmt voll effektiv gegen euch, ne? Au, ehrlich. Oh, wie stark die noch sind, ey. Was dann einfach nicht. Oh, wie viel die aushalten. Schaffe ich immer noch nicht gleich, ne?
Ich habe 125 trainiert. Ich habe 25 Level höher trainiert. Ist ja wohl genug sein, oder war ich da 110? Ich weiß es nicht. Manchmal will 100. Und jetzt mal Gott verdammt, jetzt lass mich doch mal. Na für Gegner, hallo? Und wenn diese Gegner gleich auftauchen, ne? Ja, vielleicht nur irgendwie eine bestimmte Zeit. Hallo? Hätte mal einen Moment stehen bleiben, wenn ich auch treffe. Oh mein Gott. Die Gegner so nervig. So einfach nicht, ey. Ich weiß an, wie lange ich brauche, um einen von diesen Typen hier zu erledigen. Die blocken die ganze Zeit, natürlich blocken wir die ganze Zeit. Oh. Oh ja. Oh mein Gott. Was ging aber jetzt dauernd geschafft, mich gerade einzusetzen, ne? Und hier ich natürlich wieder voll fehlen. So. Hat es gemacht, 5000 Erfahrungspunkte. Vertrauten erinnern, ausgezeichnet. Ich habe irgendwas Neues bekommen, Titanenknöchel. Jetzt sind schwarze Punkte, die sich in der Gegend verteilt haben. So, wie die Zeit geht, weiter, während ich hier, okay. Titanenknöchel, geil. Viel Angriffskraft, keine Verteidigung. Aber ich brauche Angriffskraft halt, ne? Also bitte seid nicht so stark. Oh mein Gott, die halten schon wieder voll viel aus. Warte, wenn ich so die Zeit anhalte, geht die Zeit super. Oh mein Gott. Der wird richtig nervig, habe ich das Gefühl. Aber ich habe nur 4 Minuten oder so, ey. Ich kann schon von ihm leben. Wie viel die aushalten. Vielleicht wird in diesem Part erreichen, also wie aussieht, wird das nichts. Jetzt viele müsste ich gerade einsetzen. Und ich einfach. Jetzt keine Zeit verschwenden bei euch allen. Boah, ehrlich, ich hoffe, es wird ignoriert. Boah. Muss eine Zeitbegrenzung sein, ehrlich, das ruiniert irgendwie hat ja alles. Naja, kommt irgendjemand her. Kann schon sagen, ey. Wird viel zu knapp, ey. Aber diese Dinger, ne, diese Armadillo-Viecher, ey. Die sind ja absolut nervig, ey. Die rollen die ganze Zeit, da kann ich die auch nie treffen. Ja, komm. Ne, Indignation möchte ich mir vielleicht auch bewahren. Gleich. Ja. Vielleicht habe ich nur 2 Minuten. Gut, sehr gut. Mache ich jetzt richtig? Expedition zurück, habe ich jetzt keine Zeit für. Mal wie viel die aushalten, ey. Wie soll ich denn das schaffen? Okay.
Wir müssen eine Zeitbegrenzung, ja, einfügen. Wir müssen unbedingt eine Zeitbegrenzung, weil er ruiniert irgendwie ganze Dungeon, habe ich das Gefühl. Ich bleib's gefällt, ja. Magelo. Sehr gut. Oh mein Gott. Ja, meiner hier kaputt, hört auf, die ganze Zeit zu blocken, ey. Oh, es hat nervig hier. Ich war seine, oh mein Gott. Und ich wollte gerade mit ihm eine Mistgard einsetzen, verdammt. Komm her. Ich war seine. Ich checke irgendwie nicht, was ich hier machen muss. Muss ich echt die verdammt noch mal hier. Boah. Innerhalb der Zeit erlegen. War jemand tot? Hey, was hat? Ja, wir haben es geschafft. Ich muss eine Umgebung, wo du vorübergehend geschwächt und der Weg ist nun frei. Vorübergehend heißt ja, ich muss dann immer wieder machen, wenn ich hier durch will. Wieder wo auf den Arm nehmen. Ist überhaupt nicht nervtötend oder so, ne? Und meine Expedition ist zurück. Boom. Alles klar. Was müssen wir jetzt machen? Was bei euch machen? Ich muss aber mit Kerzen machen. Wie sagt mir nicht, ich muss das jetzt die ganze Zeit machen. Der Katzgeister auch nicht will dir helfen. Ja, hört sich das an. Hier schnurre ein Teleportationspunkt für dich. Ja, meinetwegen. Ja, die Frage ist jetzt, ob ich mich immer wieder hierhin teleportieren kann. Das wäre nämlich sehr geil. Was ist das hier? Habe ich mich austricksen lassen von dem Ding. Und ich wusste, ich hätte bis Level 200 leveln sollen. Ich meine, wie lange ich brauche, um die zu erledigen. Ja. Für wenigstens ein Boss oder irgendwie sowas erreichen. Hier wird es aber schon Bosse geben. Oh. Ja, okay. Mein Gott. Ich will doch nur jetzt angreifen. Ey. Kann nicht wahr sein. Fresset ihr das? Eigentlich schon viel weiter sein zu diesem Zeitpunkt. Ich dachte, ich würde ja alles niedermähen. Jetzt war ich immer noch eine Stunde hier, um die Gegner zu erledigen. 2000 Erfahrungspunkte. Na, oh mein Gott, ich habe es sowas von vergessen. Die ganze Zeit L2, ich drücke die ganze Zeit L2, danke. Hey, oh. Ich weiß nicht, warum die Gegner so schwer sind. Mit 10 Level über denen. Wo die aktuellen Ausrüstungen und so, außer die Ringe. Das ist ein Halbmensch, die geben mir mehr Erfahrungspunkte. Weil da bringt es irgendwie nicht. Ich kriege ja keine Erfahrungspunkte. Naja, das ist was anderes ausrüsten. Obwohl, so viel besser sind die jetzt auch nicht, die ganzen anderen Sachen. Verdammt, Tarek. Warum ob du bist du nicht? Aua. Vielleicht soll ich die Sachen hier ausrüsten. Ja, glaube ich besser, ne? Ah, lange Verteidigung, Dingens, ja. Muss jeden Vorteil erhaschen, den ich kriegen kann. Mal Angriffskopf, bitte, ja. Ja, Fokus. Art Angriffskraft. Angriff, Verteidigung. Boah, wie viel Verteidigung er hat.
So, jetzt müssen wir ja fertig machen. Komm. Verreckst du? Nur so ein Fitzelchen AP und ich gehe nicht down. So, nicht in diese Dinger reinlaufen. Danke. So, irgendwann muss ich mit Kerzen machen, oder? Kerze ist aus. Wo ist das? Muss da reingehen. Ah, okay, das ist einfach nur bei Illuminat. Die kryptischen Türen einfach nur. Hm. Was ist da? Da muss doch noch irgendwas sein. Dann sehe ich eine Truhe. Und dieses Ding hier. Genau, Flasche. Ha, ihr seid witzig. Ja, ich habe das Rote aktiviert. Bringt mir das. Ich weiß, aber mir alles am Anfang erklärt. Aber das ist erstens eine Woche her und zweitens glaube ich nicht, dass mich mir das alles merken könnte. Ah, okay. Macht das mal aus. Dann gucken wir mal, ob wir da durch können. Ich krieg mich nicht. Ich bin so schnell. Immer noch nicht durch. Okay. Nein, mal noch eine Kerze. Vielleicht muss ich die oder bin ich ja wieder woanders. Machen wir mal die Kerze aus oder an. So immer. Was hat jetzt an? Nö, dann weiß ich auch nicht. Muss ich eine spezielle Kombi irgendwie haben oder was? Und das jetzt an. Warte mal, die blaue ist jetzt an und das ist an, ne? Immer noch nicht. Okay, dann weiß ich nicht. Dann leck mich doch. Also ich komme erstmal irgendwie zum ersten Boss oder so. Da ist jetzt auch wieder. Man aus, okay. Ja, da ist an, alles klar. Ja, einfach irgendwo hin erstmal. Aber jetzt die angemacht. Man jetzt vorher aus oder an? Ich weiß jetzt nicht mehr. Warte mal. Ich dachte jetzt, ich wäre am exakt gleichen Ort. Ja. Da ist aus. Ja, das ist an. Machen wir das aus. Ausmachen scheint gut zu sein, ne? Hallo. Ja, dann leck mich doch. Dann gehe ich nach Hause. Dann gehe ich einfach weiter. Puff. So. Einfach da rein jetzt. Ist doch nicht. Mach ich mir jetzt hier nicht den Kopf wie blöde. So sieht man sich schon wieder trainieren gehen, ne? Ein Part aufnehmen, dann wieder trainieren oder wie? So, ich scheine da zu dem Ort hinzugehen, also gehen wir mal dahin. Habe ich ein neues Gebiet irgendwie, weiß ich nicht. Ah, oh Gott. Hauptsache, ich muss die Gegner ja nicht alle töten irgendwie, um weiterzukommen. Das aus, cool. Wo bin ich jetzt? Jetzt komme ich zu dem Ort, wo ich auch von da unten hinkommen würde. Okay, cool. So wie dazu. Ist aber immer noch nicht, wie ich in diese eine Tür reinkomme, wo ich wahrscheinlich durch muss. So, mache dich auf. Ja, damit kann ich ja bestimmt die Tür jetzt aufmachen, ne? Yay. Nachdem ich die rote da an oder zugemacht habe, was auch immer, habe ich da jetzt bestimmt die andere. Warum machen die jetzt so kryptisch mit Feuer an und Feuer aus? Ich war volle Möhre da drinne.
Erzähl doch keine Lüge. Okay. Boah. Er kam auf die Idee, die Gegner so gut blocken kann. Ich habe mit 90% aller Gegner hier irgendwie ein Problem, die immer am Blocken sind. Und bei Bossen kann ich da verstehen, aber jeden verdammten normalen Gegner. Also wo ich 10 Level über die bin, ey. Die sollten irgendwie gar nicht mehr in der Lage sein zu blocken. Ich glaube, die Titel zu wechseln hat es auf jeden Fall gebracht. 2000 Erfahrungspunkte. So, kann ich jetzt da oben rein, bitte? Nee, ist immer noch zu, sehe ich von hier aus. Was passiert, wenn ich das ausmache? Oben. Ich jede rote ausmachen oder was? Boah. Ich steuere jetzt hier mal weiter. Ich habe Lust auf solche Rätsel. Muss ich alle roten Dinger ausmachen? Also die blauen, die machen die Türen auf. Das habe ich schon gecheckt. Hier, ich mache das an. Das geht aus. Vielleicht muss ich alle roten ausmachen, ne? Ja, da hinten aus, ja, ne? Ist er da unten aus? Ja, dann check ich es nicht. Warte, ich bin wieder hier. Ja, ah, das kann ein bisschen nervig werden. Ja, habe ich so ein Gefühl. Ja, ich muss gucken, sind alle roten Dinger aus? Aus ist gut, ne? Bin ich wieder hier. Dann ist auch noch ein roter. Ne? Wie viele rote Dinger haben bei ihr? Sehen da hinten aus. So, alle sind aus. Dann mache ich mal alle an. Puff. Mach mal alle roten Dinger an. Weil ich die roten Dinger irgendwie aktiviere, scheint ja nichts zu passieren. Ich lerne. So kryptisch kann das jetzt nicht sein. So, mache ich die blauen Dinger aus, öffnet sich eine Tür. Oder Portal oder was auch immer. Machen wir die roten Dinger an. Der hier war noch an. Boah. So, jetzt kann ich noch mal zurückgehen und checken, ob das jetzt doch nicht richtig war. Ah. Hier, drei rote Dinger sind hier, glaube ich. Geh weg. Zum Glück bin ich schneller mit dem Ding. So, jetzt müssen alle roten Dinge aus sein. Jetzt muss ich da bestimmt, jetzt kann ich da bestimmt durch, ne? So läuft er doch, ne? 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 Ja, bitte. Hi. Oh nein, der holt mich wieder ein. Boah. Ich geh einfach, tschüss. Oh Gott, ich bin so schnell flüchten hier. So. Tür da oben ist immer noch nicht auf. Na komm schon. Okay, mach mal alle roten Dinger an. Warum nicht hier? Ich bin wieder. Boah. Gut. Also die kann ich alle noch nicht machen, stimmt. Dann ist Kampf gegen Judo Mila, eine ist Phoenix, den ich jetzt langsam auch mal aufnehmen könnte, ne? Ich bin jetzt Level 125, hallo. Ich doch eigentlich schaffen. So, machen wir alle roten Dinge an. Das wird es auf jeden Fall sein, ne? Komm, komm. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Da muss ich das irgendwie nachgucken. Oder in meinen Parts nachgucken bei der Erklärung. Die blauen tun nur Türen auf und zu machen, ne? Die roten sind bestimmt für die ganz dicken Türen.
Aber schon, lass mich hier richtig liegen. Wäre jetzt keine Lust, hier irgendwie ein paar lang rumzusitzen und erst zu gucken, was ich machen muss. Ja, wenn schon hier weiterkommen. Okay. Ah, Ding ist nicht an. Wie sieht es mit jetzt aus? Boom. Was zum... Was? Was muss ich denn hier machen? Mach das an. Geht das aus? Oder muss ich alle Dinger... Nee, geht doch gar nicht. Doch, warte, wo geht das? Muss ich alle Dinger anmachen? Das Ding ist an, okay. Wenn ich jetzt hier durchgehe... Ja, ich glaube, ich weiß wie. Ich muss alle Dinger anmachen, ne? Ne, warte mal, wenn ich das jetzt ausmache... Geht doch gar nicht. Warte mal. Wenn ich das Ding hier ausmache, anmache... Na, ich darf das nicht mehr benutzen. Aber ich kann auch nicht mehr da zurück, weil ich da hinten das Ding ausgemacht habe, ne? Boah, das wird sowas. Oh nee. Nee, da hinten ist aus. Boah, ich weiß, was ich machen muss. Boah, das ist doch sowas von nervig. Ja, die ganze Zeit nur hier durch die Gegend rennen, ey. Nee, ich weiß, wie ich das mache. Boom. Warte, ich muss aber noch kurz nachdenken. Okay, warte. Das heißt, ich muss den noch anlassen. Da muss ich einfach so im Kreis laufen und hinter mir die Dinger zu machen. Ne? Da oben, das ist immer an. Gut, okay, ich weiß, ich weiß. Das ist an, das Portal ist jetzt an. Ja. Dann kreise ich einfach so darum und dann müsste das eigentlich funktionieren, so wie ich das meine. So, das Portal brauche ich nicht mehr. Mache ich zu. Boom. Ja, Ding ist an. Wer, ich muss die ganze Zeit ausmachen. Ne? Ja, das Portal hinter mir brauche ich auch nicht mehr. Macht zu. Ja. Wer, die blöden roten Dinger müssen nicht an sein. Wer, die müssen aus sein. Dann kriege ich echt eine Panikattacke hier. Wahrscheinlich alles 1:1 erklärt von diesen Cuts, aber ach. So, da brauche ich auch nicht mehr. Lege mir ein Zeichen, jawohl. Die 6 roten und blauen Kerzen wurden angezündet und der Weg ist nun frei. Geil. Ah, ich habe halt im Kopf, ja. Die Leute glauben mir das nicht. Gut, ja, die Tür ist auf. An, auf, was auch immer. Jetzt war an, gut. Dann muss ich alle Kerzen anmachen. Kapisch. Und da ist unser erster Boss. Hi. Was ist das? Oh mein Gott, halt. Hätte dafür auch nicht. Ja, gut. Also mal warte, bis sie mit der Unterhaltung fertig waren. Nee. Nicht so wie Eleanor, die macht immer direkt. Pff, ihr unterhaltet euch? Ne. Das ist ein Boss, ne? Krieg von denen halbwegs Erfahrungspunkte. Oh mein Gott. Gesehen, wie viel er abgezogen hat. Tschüss. Ah, wie hast du mich getroffen? Ich habe nur ein AP. Sehr cool. Oh, sehr gut. Sehr gut. Zwei Mistgard.
ein bisschen aussieht wie die, hat mir null abgezogen. Gelangsam habe ich genug. Oh, das sieht richtig schwachsinnig aus. Wir mal wieder den Anzug gegeben. Ich fand immer, der hat irgendwie gefehlt und der ist schon leicht tot. Boom, und weg ist er. Wow, das war einfach. 47.000 Erfahrungspunkte, ja, weniger als meine Fähigkeit, meine Technik. Vendit von Klinge und Papier, gestaltetes Welbel und Laffis hat ein duales mystisches Art. Oh. Wie mache ich das denn? Echt? ドラゴンたちは門を目指してこの海底に入り込んでくるんです。またで撃った。門って何のこと？展開へ至るための扉だから、その展開って何？聞いても無駄じゃぞベルベット。俺の知りたければもっと奥へ来いと言っておるんじゃよ。もっとつけて。 Okay. Hat gefressen. Okay, gut. Gucken wir mal, wo wir hier landen erstmal. Ich komme hier jederzeit raus teleportieren, ne? Kannst du mir einen Teleporter machen? Sehen wir dann Katz. Kannst du mir einen Teleporter machen, bitte? Also ich werde dir helfen. Ja, boing. Mal. Okay, hierfür. Was habe ich jetzt bekommen? Ey. Ich gebe dir einen fantastischen Gegenstand. Was kriege ich denn? Boah. Hallo? Eine Waffe bekommen? Irgendwas? Wollen wir schon sagen, was du mir gibst, ey? Hast du irgendwie eine Truhe platziert? Einfach nur eingesackt, ne? Heimlich, wenn ich mich schlecht fühle. Und das ist abgemacht. Aber kann ich jetzt immer wieder mich hin teleportieren? Oh, cool. Warte mal. Ja, muss ich erst wieder rein. Warte. Hier ist irgendwo ein Teleporter direkt. Muss ja sicher gehen, ne? Wahrscheinlich kann ich jetzt wieder nicht mehr da rein, ne? Muss alles neu machen. Okay. Zeig. Oh, sehr gut. Cool. Ausgezeichnet. Dann können wir uns jederzeit dahin teleportieren, wann wir wollen. Wenn wir einen Fortschritt machen und so. Richtig gut. Ich will immer noch, dass du mich irgendwie voll abziehst mit den Gegenständen, ja. 1470 25 abgemacht. Was gibt er mir? Gibt er mir Heilgegenstände und weil ich irgendwie voll bin oder so, kann ich keinen nehmen oder wie? Boah, das weiß ich. Jedenfalls, wir gehen jetzt hier raus und speichere hier. Wir sind ein bisschen weit gekommen. Irgendwie, ja, eigentlich sind wir schon weit gekommen. Hat nur ein paar lang gedauert. Ich sage, in der nächsten Folge machen wir weiter und gucken, was uns noch hier erwartet. Diesen himmlischen Ebenen oder Himmelsstäben oder was auch immer. Gut, ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas entlassen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss, Goski.